Herzlich willkommen bei unserem Video bei Clipflip. Ich möchte euch zeigen, wie man diesen PC schneller hochfahren lässt. Was wir benötigen, ist eigentlich gar nichts, außer euer PC. Wir gehen links unten auf den Button, das ist Start, und geben ein ms-config. So sieht es dann aus. Da drauf klicken wir dann. Und dann bekommen wir ein Fenster zum Vorschein und gehen unter dem Reiter System Start. Nun haben wir ein paar Programme zum Auswahl, welches wir deaktivieren wollen bei dem Systemstart. So, je mehr wir Programme deaktivieren, beziehungsweise den Haken herausnehmen, desto schneller fährt er auch hoch. Ich habe dies schon getan und ja, von daher kann ich ja nichts mehr ändern, weil das sind schon Systemprogramme, die ich lieber nicht ausschalten sollte. Und ja. Zum Beispiel, wenn ihr Programme habt wie iTunes, QuickTime, Stream und so weiter, könnt ihr das gerne hier abschalten. Macht ihr einfach hier den Haken weg bei den drei. So. Und dann, wenn ihr euch entschlossen habt, dass alles jetzt so bleiben soll. Und ja, wenn ihr den PC dann neu startet, werden die Programme dann nicht aktiviert. Das müsst ihr dann manuell selber aktivieren. Und da beschleunigt halt sich auch der Boot. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut. Das bestätigen wir dann alles mit OK hier unten. Und dann kommt bei euch hier ein Fenster zum Vorschein in der Mitte. Und da steht drin, ob ihr den PC jetzt neu starten möchtet, dass der Effekt auch wirksam sein wird. Und dann klickt ihr einfach auf OK, dann wird der PC neu gestartet. Und ihr merkt da auch meilenweite Unterschiede. Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, der einen langsamen PC hat. Das ist schon wirklich sehr gut. Und das war es auch schon bei uns. Und ich würde mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.